Seit vielen Jahren fahre ich täglich an dieser Mauer vorbei. Ich weiß, dahinter liegt ein altes Schulgebäude. Der Schulbetrieb aber ist schon lange eingestellt. Die auffälligen Maueröffnungen reizen, einen Blick ins Innere zu werfen. Heute wohnt und arbeitet hier ein Künstler. Mein Name ist Thomas Fernig, ich bin bildender Künstler und lebe hier in Mönchengladbach in einer ehemaligen Schule. In seinem Tonfall erkennt der Rheinländer sofort, dass der Hausherr nicht aus Mönchengladbach stammt. Thomas Fernig ist in Eschweiler bei Aachen geboren. Wo früher Schulkinder tobten, stehen heute Arbeiten des Künstlers. Troisdorf, nicht weit von Bonn, Museum Burg Wissem. Zum ersten Mal sehe ich Werke von Thomas Fernig in einer Ausstellung. Hier lerne ich, dass auch Bücher Skulpturen sein können. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Für diese Ausstellung von Thomas Fernig ist es uns gelungen, sämtliche großformatigen Bücher, die er in den letzten Jahren geschaffen hat, für diese Ausstellung zusammenzuleihen. Wir haben Arbeiten aus dem Ausland, auch von verschiedenen Museen, dem Museum Ludwig, einigen anderen Häusern. Da sind wir natürlich sehr froh drüber. Ich möchte den Museen, aber auch ganz besonders den zahlreichen privaten Leihgebern danken, die sich für die Dauer der Ausstellung von ihren Werken getrennt haben. Ich habe sie zum Teil besucht und gesehen, wie sie wirklich mit diesen Büchern leben. Und da konnte ich mir schon vorstellen, dass es auch Überwindung kostet, sich jetzt mal für 2 Monate davon zu trennen. Ausflüge nennt Thomas Fernig die Bilder in seinen Büchern. Wenn Thomas Fernig von der Arbeit an seinen Büchern sagt, dass sie eine besondere Art des Malens und Zeichnens sei, dann heißt das auch, dass die dabei entstandenen Bilder eine besondere Art der Wahrnehmung verlangen. Die Bücher sind nur ein Teil seiner Kunst. Im Obergeschoss, wenig bemerkt von den meisten Besuchern, finde ich einen Hinweis auf das neueste Projekt von Fernig. Hier steht der Entwurf eines Werkes, dem er den Titel Fliegende Katakomben gegeben hat. Thomas Fernig ist, was für einen Künstler eigentlich selbstverständlich ist, schon fast manisch kreativ. Die Fliegenden Katakomben, das ist eine große Arbeit, die einer seiner Atelierräume total ausfüllt. Ich würde sagen, so 6 x 10 Meter groß ist die Arbeit. Das Modell steht hier. An dem Modell kann man, nur wenn man weiß, wie groß diese und toll diese Arbeit ist, ermessen, was es wirklich damit auf sich hat. Sie wird demnächst in einem Museum ausgestellt werden, ich nehme an, Ende dieses Jahres im Museum Wiesbaden. Und man kann sich diesem Werk gar nicht entziehen. Wenn man dem gegenübersteht, ist man entweder platt oder man lehnt das Volk jetzt ab. Ich war jedenfalls platt. 11. August 1999, Tag der Sonnenfinsternis. Thomas Fernig lässt sich durch die Stimmung des Tages bei der Arbeit an seinen fliegenden Katakomben inspirieren. Ja, ich habe gerade die Sonnenfinsternis beobachtet. Hinter mir steht das Modell meines Ateliers, eine ehemalige Schule, und ist praktisch ein umgedrehtes Weltmodell. Wir schauen nach oben und sehen den Himmel, schauen nach unten und wissen nicht, was unter uns ist. Hier habe ich das mal deutlich gemacht. Unter mir hier, also hier unter meiner Schule, befinden sich mannigfaltige Gerätschaften und Objekte, die es ermöglichen, das nächste Jahrtausend erfolgreich zu beleben. Und habe diese, meine direkte kleine Welt, einfach in einem Modell 1:10 nachgebaut. Das war der erste Schritt. Der war natürlich nicht genug, weil was habe ich von dem Modell? Ich bin dann weitergegangen und habe festgestellt, dass ich dieses Objekt, diese meine Welt, aus dieser Welt herausreißen möchte. Also mache ich einen großen Schnitt und heb diese Welt raus. Und schon tritt das die Untertagewelt zutage, wie man so schön sagt. Denn auch eine Kunstwelt ist oft sehr einengend. Und ich finde, Kunst bedeutet aber, dass man etwas öffnet.
Ich glaube aber, unendlich spannend, gerade jetzt auf diesem Blick 2000 oder hier Sonnenfinsternis, es ist so spannend, was sind eigentlich die Fantasien von morgen? Die einzelnen Objekte, die man so herausnehmen kann, sind für sich auch schöne Skulpturen. Und ich denke, dass man auch dieses Denken, also wenn ich mir hier den Baum nehme und die Wurzel dazu, das Ganze herumdreht, dass das eine wunderbare skulpturale Idee ist, die dann in großen Bronzen an großen Plätzen stattfinden wird. Den Pausenhof erkenne ich, auch wenn er auf den Kopf gestellt ist. Auch das große Tor kann ich zuordnen, obwohl es dem Künstler offensichtlich nicht auf die originalgetreue Nachbildung ankommt. Ich finde auch die Mauer wieder, die mir sonst den Blick auf Wirnigs eigene Welt versperrt. Thomas Wirnig ist übrigens seit gut 10 Jahren Professor an der Kunstakademie in Braunschweig. Er lässt ständig Studenten an seiner Arbeit teilhaben und sie helfen ihrem Lehrer, die Welt auf den Kopf zu stellen. Leim dran, kommt hier durch. Und hier muss er sowieso rüber und dann muss er immer einschlagen. Dass er so richtig alles Stoff will. Auf etwas unerwartete Weise ist die alte Schule wieder zum Ort des Lernens geworden. Am Ende wird sich das Gesamtwerk einmal aus 25 Elementen zusammenfügen. Abends müssen die einzelnen Teile wieder zurück ins Atelier, denn Regen würde die Objekte zerstören. Sie bestehen nämlich hauptsächlich aus Pappmaché. Es gibt keine Skizzen und bewusst hält Wirnig sich nicht an die Vorgaben seines eigenen Arbeitsmodells. Seiner Skulptur gönnt er eine freie Entwicklung. So hat er die Möglichkeit, täglich neue Gedanken einzuarbeiten und auch wieder zu verwerfen. Ja, ich hätte ja lieber noch ein bisschen Abstand, aber ich glaube, so ist es besser. Hier, ein Styroporblock, ich habe schon ein paar Blöcke, ich schaff's schon mal. Styroporblock drunter, so richtig was Klotziges, das ist super hell. Da musst du noch jahrelang studieren, um so Beton aus Papier zu machen. Jetzt kommt die Feinarbeit. So, und den jage ich jetzt hinten durch diese Kunst. Für Wirnig wird die Welt handhabbarer, indem er sich seinen eigenen kleinen Planeten schafft. Er genießt es, dass Dinge keine Funktion haben. In seinem Schulmodell kann man nicht wohnen oder arbeiten und seine fliegenden Katakomben können nicht fliegen. Benutzbar sind sie nur in der Fantasie. Kann ein bisschen schade aus, weil das schön, das Licht so schön durchscheint. Weil hier kann man das gut festmachen auch, ne? Bleiben einfach so. Ja, aber wir haben die ja nicht immer ausgeschaltet, da können wir das mal ausschalten. Also dem tut das auch mir gut. Das Leimdesaster ist hier schon ziemlich oft passiert. Am Ende werden über 300 Liter Leim verbraucht sein, damit das immer größer wachsende Gebilde die nötige Stabilität findet. Ist ja noch ziemlich weich, also das merkst du da. Oh, das ist super. Oh. Unser Leim wird praktisch wirklich zum Halter von der ganzen. Du kannst eigentlich sagen, das Ganze besteht aus Leinen und Leim. Und ein bisschen Papier. Ne? Wobei das Papier mehr da ist, um dem Ganzen
von Anfang an eine Form zu geben, aber die Form zu erhalten, machen wir dann mit dem Leim und den Stiften. Eigentlich ja doch nicht so funktioniert, wie ich ja will. Du musst letztlich doch immer ein bisschen kräftig sein. Habe ich fest. Selbst wenn man mit Pappmaché arbeitet. Soll ich denn jetzt wissen, wo man hier gerade durch nicht sicher mit der Farbe. Wie ist das mit meinem super blöden Ding da? Soll er nicht auch weiß werden? Ich glaube, der Weiß ist besser als der Braun. Ja, interessanter und ein, wie soll man sagen, skulpturaler, wenn das sich nicht in der Farbe zeigt, sondern so als imaginäre Lichtfarbe auftaucht. Auch im Weltraum will ich nicht so auffallen. Das ist genau die super Farbe. Silber und Weiß ergibt zusammen super. Nein. Ja, pass auf, wir setzen jetzt alles, wir setzen das jetzt zusammen. Ich mache das gerade fertig. Ja, echt? Mhm. Klar. Tut das auch. Kommt auch. Nach fast anderthalb Jahren Arbeit sind die fliegenden Katakomben im August 2000 fertig. Die einzelnen Elemente sind zusammengefügt. In zwei Monaten ist die Ausstellungseröffnung in Wiesbaden. Doch Firnich ist nicht zufrieden. Zu kompakt, zu traditionell, zu undurchsichtig. Er entscheidet, alles zu überarbeiten. Die Ausstellung wird um ein halbes Jahr verschoben. Ich komme jetzt mal noch mit einem anderen Fachbuch. Ja. Ach, guck mal, wie es war. Das Problem ist einfach hier zu wissen, wo man hier mal aufhört bei so einer Arbeit. Also kann man ja doch eine recht lange Zeit mit verbringen. 24. März 2001. Eröffnung der Ausstellung Fliegende Katakomben im Museum Wiesbaden. Das Werk ist in letzter Sekunde eingetroffen. Zwei große Lastzüge waren für den Transport nötig. Firnich ist hier kein Unbekannter mehr. Es ist seine zweite große Ausstellung in diesem Hause. Großer Andrang bei der Vernissage. Im Publikum viele Fachjournalisten aus nah und fern. Man wartet gespannt auf die Eröffnung des Hausherrn. Seit Mitte der 80er Jahre nimmt das Werk von Thomas Firnich im Spektrum der Bildhauerkunst einen exponierten und singulären Platz ein. Mit der Neubetrachtung der Schule als skulpturales Gesamtkunstwerk soll eine neue Seite im Buch der eigenen künstlerischen Arbeit aufgeschlagen werden. Ein eigenartiger Zauber haftet diesem Gebilde an. Das eigene Anwesen als kulturale Aufgabe weckt in Thomas Firnich so etwas wie einen Jules Verne,
der Wege in die Zukunft sucht und sich auf Entdeckungsreise in neue, ferne Galaxien begibt, der aber gleichwohl sein eigenes Fleckchen Erde dabei auf die Reise am liebsten mitnehmen möchte. Erst wenige Tage vor dem Transport zum ersten Ausstellungsort hier nach Wiesbaden wird die Arbeit in den fliegenden Katakomben vollendet. Das Resultat ist ein Gesamtkunstwerk von etwa einer Ausbreitung von 9x8 Metern und einer Höhe teilweise von bis zu 4 Metern als Komposition aus 25 Einzelskulpturen, die zusammengefügt, wir haben sie hier auseinandergestellt, den Kopf über nach unten gespiegelt, eine assoziative Vorstellung von Größe und Gestalt der Lebens- und Atelierwelt des Künstlers Thomas Förnig widerspiegeln. Gleichzeitig repräsentiert sie eine bildhauerisch-archaische Weltaneignung, die vielen heutigen gängigen Seh- und Bewertungsweisen entgegensteht. Die Materialität der bearbeiteten Pappe soll ebenso sichtbar bleiben wie die materialbedingten Zufälle, um so das Erlebnis der Formfindung auch im Nachhinein noch spürbar werden zu lassen. Und immer ist dabei auch zu bedenken, dass die einzelnen Formen in sich stabil bleiben, sockellos wirken und nur solche Formatgrößen erreichen, die zumindest von zwei Personen noch bewegt werden können und menschliche Dimensionen behalten. Thomas Förnig gestattet Einblicke in seine reale Welt und in seine irreale. Er fordert die Fantasie des Betrachters heraus. Ich stoße dabei an die Grenze meiner Vorstellungskraft. Das will Thomas Förnig. Und jedes Mal, wenn ich nun an Förnigs Mauer vorbeifahre, erinnere ich mich an die kleine Welt dahinter, die er durch seine fliegenden Katakomben öffentlich gemacht hat.